wir treffen uns in der Stadt wieder. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, warum dieser Turm da steht und warum ich da nicht rein kann. Und ich frage mal, vielleicht sagen die mir jetzt mehr weiter. Ich habe null Ahnung. Das würde mich ja schon interessieren. So. Lorenzo. Okay, der labert immer noch den gleichen Mist. Okay, die blabbert immer noch den gleichen Mist. Ich dachte nämlich, wenn ich da bin oder so. Ne. Okay, der blabbert auch noch den gleichen Mist. Das heißt, der andere blabbert bestimmt auch den gleichen Mist. Da würde mich wieder schon interessieren, was da noch vorgeht. War doch irgendwie da reinkommen und irgendwas finden, eine Blume, weiß ich nicht, eine Waffe oder irgendwie Hinweise, wie wir zu Dumelakos oder Dumalikus hinkommen. Nie von ihm gehört, ja. Ist ja auch nicht schlimm. Der wird ja auch irgendwie hier durchgereist sein, nur so den Weg und hat gar nicht die Stadt sich geschnappt oder so. Fechtfuchs, okay. Ja, genau. Tschüss mit dir. Bei der letzten Folge sind wir ja da zum Turm hingekommen. Ich laufe da jetzt nochmal fix hin. Täubchen, was ist mit dir los? Sonst laufen wir einfach weiter rechts lang. Vielleicht kommen wir noch da irgendwie hin oder so und wir kriegen mehr Hinweise. Ja, ist klar. Ich habe gesehen, ich habe ein paar Zauber. Ja. Ich hatte ein paar Zauber. Da, Drachenhieb. Und der Genghis sollte eigentlich auch irgendwo was bei sich haben, aber ich weiß nicht wo. Gehen wir mal hier hinten beim Zehen. Mal gucken, was der Drachenhieb denn sich so vor sich gibt hier. Vom Schaden her. Wenn es sich nicht lohnt, dann. Nee, das lohnt sich nicht. Oh, übertreib mal. Gut, dann werden wir halt immer noch getroffen. Können natürlich nicht ausweichen, aber. Und wir können auch, glaube ich, nicht richtig treffen dann. So, du machst den und der macht den. Dann sollten, glaube ich, beide. Ah, verdammt. Edge. Naja, hätte ich jetzt beide kriegen können, aber. Jetzt nicht. Jetzt sollte eigentlich der hintere weggehen. Ja, genau. Na, wenn du Heilung machst, ne, dann kriegst du halt deine Heilung, geht's wieder weg. Das soll jetzt nicht so reißen, dass es halt so ist, ne? Wir machen eben Heilung bei mir. Weil ich hatte nämlich in der Stadt noch übernachtet, dass ich meine Mana-Punkte aufgefüllt bekomme. Probieren wir es nochmal. Hä? Achso, der hat vorher noch. Ja, gut. Gut, gut. So, guck mal, den Käfer platt hier. Der ist doch ein bisschen stärker als die anderen, wenn er nur einen Schaden macht. Aber ich glaube, wenn dieser Modus von denen dahinter ist, dass sie doch etwas mehr Schaden zufügen. All das scheint mir doch ein bisschen gefährlicher zu sein als nur dieser Frosch an sich. Gut. Dann heißt es für uns einfach weiter links lang gehen und dann ist Ruhe. Was anderes kann ich nicht machen. Von den Dorfbewohnern war nicht, erfahre ich nicht viel. Das heißt, wir müssen dann halt hier weiter. Kannst eventuell auch wieder ein paar neue Sachen holen, dass wir halt, wenn doch, zurückgehen sollte und es, da die eh schwächer etwas sind, doch dann nochmal doppelt so stark sind. Hoffen wir mal. Eigentlich müsste Flash auch noch so 20 Punkte machen. Beim Schaden und dann hätten wir eigentlich alles geritzt. Oh, schöner Strand. Gucken wir mal, hier vorne ist ein Schild. Wo ich noch nicht dran komme, weil mich irgendwelche Schützenwichte hier nerven wollen. Und du bist weg. Oh, und hasta luego, sag ich. Wir haben doch irgendwas mit 30 so. Ah, 30 wird er wohl auf jeden Fall haben, dass sie weggehen. Aber was mir auffällt, unsere Münzen, die steigen wieder enorm. Das ist natürlich geil. Oh, warum?
Transport, Prospekt. Ja, den Alexandras Turm, da wollte ich ja hin. Aber der ist leider zu. Dann laufen wir halt hier weiter. Ah, du siehst keine Weltkarte. Das ist natürlich auch blöd. Hätte ich eine, wäre es natürlich geiler. Stachelhasen, und es gab ja auch Hornhasen. Hm, natürlich den Falschen jetzt angegriffen. Da der sich jetzt konzentriert. Okay, der konzentriert sich auch. Ja, gut. Und den eben noch, dann machen wir den. Aua, das sollte doch nicht so sein. Ich wollte doch nicht. Tschüss, tschüss. Dann heilen wir uns mit dem Fix. Hat da ein bisschen mehr Schaden angerichtet, als ich wollte. WLAN-Funktion, wer im Kampf weiter hinten steht. Ah, da kann ich. Okay. Okay, Einstellung. Ist natürlich klar. Sehe die Anzahl besiegt. Achso, uninteressant. Ja. Okay. Taktik. Hm. Jetzt wurde ich angestupst. Ne, das ist ein Doktorschleim, da will ich noch nicht hin. Ich glaube, je weiter wir da unten runtergekommen, als zur nächsten Knastkatze. Zur nächsten Stadt anscheinend. Wir müssen dann schauen, dass wir natürlich dann auch wieder irgendwann zurück. Was macht die. Ich frage einfach nicht, was die Katze macht. Ach so. Ja, schön. Dankeschön. Zieh mir doch gleich noch die ganzen Leben ab. So, der macht mir einfach zu wenig Schaden. Ich würde sagen, machen wir mal den und den als erstes. Machen wir nochmal den und den. Ah, zu spät. Zu spät, zu spät. Shit. Egal, komm. Sollten vielleicht beide Wichte doch down kriegen. Machen wir so und so. Ja, erst ist schon erledigt. Der zweite gleich hinterher. Und öffnet und Kopftuch. Ja gut, haben wir Kopftuch erreicht. Heilen. Ja. Können jetzt noch viermal heilen. Da hinten ist irgendwas, da will ich. Oh, warte mal. Nach Port Prospekt. Gehen wir doch sicherlich weiter, ist doch für uns einfacher. Knastkatzen. Knirsch. Oh, die haben aber. Jetzt richten die wieder ein bisschen mehr Schaden aus. Gegen den Tank nicht irgendwie, aber gegen mich doch noch einiges. So, mal gucken, dass wir auf jeden Fall da mehr aufpassen. Wo ist jetzt die Stadt? Oh, wie weit denn noch? Ich will da nur weiter in die nächste Stadt. Ah, da. Da sieht's aus wie ein Tunnel. Na, auch noch den falschen Hasi. Und da müssen wir uns gleich eine Heilung einsetzen. Oder? Ne. Da sollten wir eigentlich noch. Oh, 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 das ist natürlich jetzt nicht geil, was der Hase da in der Mitte macht. Ich ziehe in aller Ruhe. Machen wir mal Zauberheilung auf mich. Boah, ja, 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 ja. Na, Jengis, schaffst du es? Ich glaube ja nicht. Probieren wir einmal fliehen. Ah, er konnte fliehen, super. Ja, dann würde ich sagen, wir kämen mal zurück in die Stadt, wenn wir können. Benutzen, und zwar da. Fusiona! So, da sind wir doch direkt drin, dann können wir uns wieder auffallen. Ah, war das nervig.
Machen wir das noch schnell. Jetzt bin ich gleich schon wieder. Ich sehe schon wieder, die Zeit ist gleich um. Ratzfatz geht's hier. Nein. Ja, ich würde gerne erst eine Wiederbelebung machen. So. Wie viel wolltest du, Knacker? 50? Übertreibt mal nicht. Da hinten kostet das nur 10. Machen wir halt noch eine Speicherung, würde ich sagen. Dann machen wir noch eine Läuterung und dann ist eigentlich erstmal Ruhe im Karton. Ich würde doch ein paar Level machen. Ein bisschen vorleveln wieder. So, auf, ich würde mal sagen, auf Stufe 10, 11 zu kommen. Und eventuell vielleicht noch ein paar Sachen kaufen, wenn es sich lohnt. Und dann sehen wir halt weiter, was doch geschieht, dass wir vielleicht zum Port da unten kommen, dass ich da kurz davor bin. Und wir dann halt in die Stadt reingehen. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch die ganzen Parts gefallen und es wird natürlich weitergehen. Und bis dahin, euer Flash-Strappy und tschüss.